Hallo, wir sind Fein und Rupp aus Berlin. Ich bin Joachim. Ich bin Aljoscha. Und ich bin Marlon. Uns gibt es seit 6,5 Jahren. Der Anfang von dem Ganzen war, dass wir vor 8 Jahren in Süddeutschland eine große Fabrik gekauft haben oder den Inhalt davon. Das sind Textilien von den 1920er Jahren bis zu den 1980er Jahren produziert. Und wir haben uns gedacht, das Ganze muss abgerundet werden, ergänzt werden. Und ich bin irgendwann bei Manufaktum gelandet und habe da die 1937er Roma-Pen entdeckt. Habe sie mir gekauft, getragen, dachte, das passt zu uns. Habe daraufhin den Fabian kontaktiert und sind so auf diesen Weg zueinander gekommen. Irgendwann war dann Fabian bei uns im Laden und hat uns viel über Projekt Brothers erzählt und hat sich, glaube ich, erstmal ein bisschen, also fand es, glaube ich, ganz lustig, weil wir drei damals noch nicht so viel wussten. Also wir sind ja relativ frisch so in dieses, auch in dieses mit dem Raw Denim reingerutscht und hat uns erstmal eine Schulung gegeben und so sind wir da rangekommen und das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, er hat auch gemerkt, dass wir richtig Lust darauf haben, also weil wir diese Produkte auch sehr schön fanden, gleich sobald er bei uns im Laden stand. Und vor allen Dingen war es auch so charmant, weil er selber gekommen ist. Also es kam kein Agent oder es kam, ja, weiß ich nicht, kein Vertreter, sondern wirklich er selbst. Das war schön. Für uns war das alles spannend und natürlich war es so, das war eben für mich eine coole Hose und ich dachte, naja, die das machen, die sind so cool, an die kommen wir eh nicht ran. Und wir haben auch mit einer Absage damals gerechnet oder eben, dass wir nicht die Richtigen sind dafür. Und ja, wie Aljoscha schon gesagt hat, dann war eben irgendwann Pike bei uns im Laden, beziehungsweise Fabian, und das flutschte dann. Und da war sofort auch eine Verbindung da. Und ja, und von Anfang an hat es Spaß gemacht. Mein Lieblingsprodukt ist die Weste hier, die Babasch-Weste, die ich in allen drei Versionen oder allen drei Farben sehr, sehr gerne trage. Am liebsten trage ich die blaue. Und von den Hosen, die Hose, die ich gerade anhabe, die Chopper Pen, die ich jetzt seit ungefähr 4,5 Jahren trage, die noch nie gewaschen ist, die ist sich einfach, ist ein Teil von mir geworden. Ich glaube, bei mir sind es die Buccaneer-Hemden. Ich mag die sehr, sehr gerne. Das merkt man auch, wenn Kunden in den Laden kommen und sich diese Hemden angucken, die erstmal so ein bisschen überrascht sind, was ist es ja gar nicht durchgeknopft. Und dann ziehen sie es selber an und sehen aber, dass es, also es fällt einfach sehr schön, das Weite finde ich sehr schön. Die Stoffe sind sehr schön, also es ist wirklich ein tolles Hemd. Ja, gibt es ja auch mittlerweile in schön vielen Ausführungen. Worauf ich bei der ganzen Sache bei Fein und Rupp am meisten stolz drauf bin, ist eigentlich das Feedback von den Kunden. Also was es seit eigentlich Tag 1 gab oder gibt, dass man halt Mails bekommt oder auch direkt der Kunde es danach sagt, den Service, den wir machen, wieder angenommen wird und dass man dafür immer wieder ein Lob bekommt und die sagen, dass man außergewöhnlich gut und intensiv bedient wird, beraten wird und dann auch, ja, das ist schon was Besonderes, was es heutzutage leider nicht mehr so oft gibt. Das heißt nicht, dass wir so besonders toll sind, sondern einfach, dass es... Doch. Naja, ja, schon ein bisschen. Hätte ich jetzt nicht sehr vorgeben sollen, gehoben, sondern dass man halt einfach auch heutzutage das seltener hat, dass der persönliche Bezug oder auch dem Kunden einfach auch vermittelt wird, ich kümmere mich jetzt um dich und ja, helfe dir da und berate dich ehrlich auch oder so. Und auch diese Regelmäßigkeit, mit der die Kunden ankommen, also dass wir wirklich Kunden haben, die fast schon Freunde sind und die auch tatsächlich schon Freunde sind und die seit 6 Jahren jetzt herkommen. Jetzt natürlich nicht jeden Tag, aber die dann zum Teil, ich weiß nicht, sagen wir mal jedes halbe Jahr mal reingucken, die eigentlich ganz woanders leben und mittlerweile wirklich nur für uns dann nach Berlin fahren, zumindest sagen. Gefühlt. Ja, wer weiß. Und das ist einfach total schön. Also das ist wie so eine, also wir sind ja Familie und dadurch wird es eine noch viel größere Familie. Also wir finden es toll, dass wir die Kunden so mit einbeziehen können in dieses Familienleben. Dass es nicht nur so ein Verkaufen ist, sondern auch ein miteinander, ein Austausch. Und man trinkt ein Bier zusammen, man trinkt einen Schnaps zusammen. Das ist wirklich schön. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Wir sind in Berlin in der Kastanienallee 91/92 zu finden, im Prenzlauer Berg. Jeden Tag außer sonntags von 12 bis 19 Uhr.